Hallo, ich möchte euch kurz die neue WirtWDM-App vorstellen. Was ich dazu brauche, ist ein WDM 319 oder ein WDM 814 Laserentfernungsmesser und natürlich die WirtWDM-App, die ich jetzt starte. Bekomme hier eine Auswahl, Foto bemaßen, Plan bemaßen oder Organizer. Da kann ich dann, wie es schon beschrieben ist, entweder Foto bemaßen, Plan bemaßen oder im Organizer meine Projekte anschauen oder wiederfinden. Was ich aber jetzt zuerst mache, ich schalte meinen WDM 814 ein, gehe auf Menü, kann hier unter meine WDMs finde ich das Gerät mit der Seriennummer, sage hinzufügen und dann hat er den WDM 814 auch schon gefunden und verbunden. So, dann kann ich jetzt sagen Foto bemaßen. Kann jetzt sagen, entweder wähle ich ein Foto aus der Galerie oder die Kamera. Dann wähle ich jetzt Kamera. Mache jetzt ein Foto von meiner Tür hier, die ich später vermaßen möchte. Kann ich sagen Foto benutzen. Kann hier jetzt wählen, ob ich eine Linie machen möchte oder eine Fläche. Mache jetzt eine Linie von hier nach hier. Zeichne einfach direkt ins Bild rein. Bestätige das. Kann das auch ein bisschen reinzoomen, damit ich die Linie nachher noch schön setzen kann. Einfach den Finger auf den Screen halten und die Linie verschieben. Gut, dann gehe ich jetzt zu meiner Tür und mache die Messung. Und dann sieht man unten links in der Ecke schon den Messwert, den der Laserentfernungsmesser gemessen hat. Mittels Drag and Drop kann ich den Messwert jetzt packen und gleich auf die Linie ziehen und die so vermaßen. Das kann ich jetzt exportieren. Oben in der Mitte sehe ich Export. Kann das jetzt exportieren als JPEG oder PDF. Werkzeuge, da kann ich jetzt noch einen Text dazu schreiben oder Marker. Text bearbeiten oder das Ganze in Projekte verschieben. Schritt zurück oder ein neues Foto machen. Okay. Das wär's im Moment soweit. Im nächsten Video zeige ich dann, wie man einen Plan erstellt.